Ich bin der Vernichter. Und mit den epischen Worten geht's los. Und Servus YD bei eurem SDEVA. Wir sind in Call of Duty Ghosts. Wir spielen Such den Gegenstand oder den famosen Gegenstand. Die Regeln sind wie folgt. Ich sag euch ein paar Gegenstände, Sätze, Buchstaben, Dinger auf der Map. Und ihr müsst sie suchen finden. Und wenn ihr sie gesucht gefunden habt, müsst ihr euer Trophy System an den Start bringen und euren Namen schreien und nach oben einmal schießen. Ihr habt ein Snipergewehr dabei. Ja, habt ihr alle dabei? Super. Ja. Wer zuerst 5 Gegenstände erraten hat, Alter, dein Ernst, der hat gewonnen. Oder bis ich halt keine Gegenstände mehr habe auf meiner imaginären Liste, die voll am Start ist. Habt ihr noch Fragen, meine lieben Damen und Herren? Gut, dann geht's jetzt los direkt. Wir feiern eine Party. Was brauchen wir auf der Party? Wir brauchen erstmal eine Tube Senf. Ohne das geht nämlich gar nichts. Such die Tube Senf. Hier, ich. Lala. Ich hab sie. Ach, ja. Gefunden. Lecker ist. Hier, Niklas. Ach, Jobo. Ein Jobo, Jobo, Jobo. Stopp, stopp, stopp. Ah, Jobo, Jobo. Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Hier. Aha, genau. Du hast gefunden. Das passiert, alles wird gut, alles gut. So, Jobo, du hast den ersten Tod. Und da geht's auch direkt weiter. Was brauchen wir für eine geile Party? Und zwar brauchen wir erstmal Absperrband, weil wir sind ja VIPs und wir wollen ja nie, dass irgendwelche andere Leute in unsere Party reinjumpen. Ich hab auch eins. Ich bin auch tot. Jobo hat auch eins. Stopp, stopp, stopp. Wurde vom Dorf gekillt. Ja, ich schieße eine Luft und gebe den irgendwie einen Header. Ist alles okay, Leute. Alles okay. Chillt euer Leben. Black Ice. Hier haben wir Abschubband. Jawohl. Und ja. GZ zum Tod. Dankeschön. Ja, muss auch mal gesagt werden, also. Ohne das, ne? Das geht ja mal gar nicht, ne? So. Und wir wollen natürlich Musik hören auf unserer Party. Deswegen braucht man ein gediegenes Verlängerungskabel. Ein orangenes. Hm? Wo ist es? Ja, das ist Verlängerungskabel. Liegt bei mir in der Garage, also wird wirklich eins auf. Energy! So, stopp, Energy habe ich gehört. Alle auf und mit schießen, danke. Außer Energy darf nochmal schießen. Okay, reicht, danke. Energy, hier hast du. Jo, sehr schönes Verlängerungskabel. In den USA sieht es übrigens so aus. Irgendwie voll putzig. Und, naja, gut. Wo bist du? Guti! So, jetzt haben wir Musik am Start, jetzt brauchen wir aber noch ein paar Sitzplätze, weil ohne das geht ja gar nicht. Denn ich suche jetzt 3 blaue Stühle. Wo sind 3 blaue Stühle? Nicht irgendwelche Stühle, sondern blaue Stühle. Okay, hier, Chris. Chris hat sich... Oh, ging doch recht schnell, hä? Bei dir? Ja. Gut, da kannst du jetzt hinsetzen und alles Gute ist im Tod. Ja, was brauchen wir, was gehört noch dazu? Also, was zu fordern brauchen wir auf jeden Fall, ne? Wir haben jetzt Senf, was fehlt da noch? Ich glaube, Ketchup fehlt da noch, ne? Wir suchen Ketchup. Wo ist das Ketchup? Wie? Ja, gut. Hin. Lalalala. Crossman, wo hast du, ne? Du hast deinen Namen. Okay. Ja, ein bisschen leise. Gut, Crossman, du hast es gefunden. Du hast auch Salz und Pfeffer gefunden. Alles Gute. Ja, was fehlt natürlich noch, also das Wichtigste von allen ist natürlich, na gut, du hast ja bestimmt schon gerade vor dir stehen, ne? Das ist scheiße. Ne, wir suchen jetzt das ultimative Survival Water. Hundertprozentig, 100% haltiges Survival Water. Leute, wo ist es? Toshi. Lecker. Toshi. Gut, stopp. Toshi, hier haben wir das 100% Survival Water, das steht überall auf der Map. Boah, und... Er hätte es überall sehen können, hier ist es. Geht eigentlich relativ schnell hier in COD Ghost, sehe ich. Deswegen jetzt mal ein bisschen was Kniffliges. Haltet euch fest. Haltet euch fest. Wir suchen. Da ja in den Wintermonaten, die wir jetzt haben. Nee. Trotzdem sind es 10 Grad draußen. Ist uns kalt quasi und da suchen wir was, wo wir uns aufwärmen können. Quasi ein brennendes Fass. Wo ja, ist das? Ja, sucht es. Ja, schieß. Ja, warte. Wie heißt du? Leandro. Leandro. Ach, Leandro. Ja, gucke da. Wen haben wir denn da? Wenn er dann recht hat, dann ihn, glaube ich, noch nicht töten, weil er hat vorhin unerlaubten Tod bekommen. Eben. Ich sehe dich nicht. Wo bist du? Hier. Ach, da drüben. Ach, dort. Wo ist denn das Fass?
Ah. Wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Ich finde dich nicht. Ich kenne mich nie aus auf der Map. Ach hier, Leandro. Ja, super. Also du hast jetzt schon einen Tod, ne? Also? Geschenk gekriegt quasi von Buffdisch für uns. War ein bisschen mehr oder weniger Fail, aber okay. So, was zu fordern brauchen wir, ne? Wir suchen den Cheese. Den Käse. Skybrain, Skybrain, Skybrain. Hey, wo? Hier ist Skybrain. Ja, ah. Was, wo? Hier ist er. Da ist der Käse. So. Skybrain, da haben wir einen Käse. Richtig, du hast... Du bist schon fast käsenfarben getarnt, ne? Ja. Da gebe ich schon mal direkt. Ne? So. Ja, das hättest du wohl gerne, hä? So, wann wird unsere Party stattfinden? Die wird stattfinden zwischen 10 Uhr PM, also 10 PM und 8 Uhr AM. Ne? Weil Feiern der Nacht läuft bei euch. Leandro. Leandro, habe ich gehört. Hört mal auf zu schießen hier irgendwo hin. Hier. So, Leandro? Ja. Wo? Ich seh dich. Wo steht's? Ich wäre eigentlich mein Trophy System. Da oben. Nee, nicht ganz. Energy. Black Eyes. Energy habe ich gehört. Ja, zeig. Oh, hier, seht ihr direkt unseren Flyer, den wir am Start gebracht haben. Wir WDD machen eine Feier zwischen 10 Uhr und 8 Uhr. Richtig, Energy. Das ist schon dein Spieler, oder? Kann das sein? Ja. Ja. Ah, na, ich glaube aber jetzt wird es kompliziert, weil ohne mit Käse und sowas, naja, bin ich nicht zufrieden. Deswegen brauche ich jetzt ganz gediegenes Futter aus. Und zwar, halt euch fest. Aus dem Schuppen Beef Wave. Tja, wo ist er? Wo ist er? Ja, wo ist er denn? Ja, wo ist Mefika. Er denn? Nochmal der Name? Mefika. Riffika. Okay. Ja, oh, Leute. Ich hab's auch gefunden, aber. Ich finde dich nicht. Schieß nochmal. Okay. Ja, gucke da. Dort haben wir Beef Wave. Dort können wir uns nämlich was ganz Gegnes zu futtern holen. Jawohl. Ich hab's auch gefunden. So, und wo wird die ganze Party stattfinden? In San Diego, meine lieben Freunde. Und könnt ihr schon mal Richtung San Diego gehen? Hier Chris. Hey, guys. Rothman. Ich habe Chris gehört zuerst. Stopp, alle auf schießen, außer Chris. Chris, wo bist du? Hier bist du, gut. Ja, alles wird gut. Wo steht's? Da. Wo? Da, ja, auf dem Wappen. Oh. Ja, ich weiß, dass es dort steht, weil ich es irgendwo anders gesehen habe. Das Wappen, das stimmt, dort steht wirklich San Diego drauf. Aber bei meiner Gammel-Grafik, die ich eingestellt habe, sieht man es nicht hier. Gut, der San Diego, ja doch, man kann es gerade so erkennen. Ja, also du bist eingeladen, Chris. Yay. Alles Gute. Danke. Und ja, was brauchen wir denn noch? Ich würde sagen, ein Burgerladen, oder? Ach nee, haben wir ja schon gefunden, oder? Nee, warte, den haben wir ja schon gefunden. Den haben wir ja, ich müsste auch eigentlich abhaken auf meiner Karte, aber mache ich ja nicht. So, was haben wir? Käse haben wir. Das haben wir. Ich würde sagen, jetzt suchen wir's Bier. Energy. Ich hab Energy gehört, tut mir leid. Ja, Energy. Wo ist es? Yeah. Ah, überall ist hier. Ist ja lecker. Bier. Ja. Yum. So, jetzt kommt doch mal mit hier. Wo bist du denn da? Hier, komm mal her. Also ich will ja keine Werbung machen für irgendwas, ja? Aber das Bier beziehen wir für unsere Party aus der... Oh Gott. Oh Gott, wie hieß es da nochmal? Ich glaube, Breathing Company hieß es. Ja doch, Breathing Company. Wo steht das, Breathing Company? Hm? Tja, jetzt könnt ihr mal suchen. Also ich weiß, wo es steht. Haha! Sicher? Du Fiesling. Na klar. Ich Fiesling? Ich bin doch nicht fies. Pink Panther ist fies, aber nicht ich. Was ist los? Was? Wie heißt das? Breathing Company. Chris, schieß in die Luft. Ja. Ey, Leute, bist du Chris? Wenn ich jetzt der rote Punkt nicht Chris ist, oder neu, ich raste aus. Chris, zeig mal, wo steht's? Da, hier auf dem Fass steht's drauf. Auf dem Fass? Ja, steht drauf. Gratulation, steht zwar überall. Auf jeden scheiß Fass, aber hey. Ja, hier. Achso, müssen wir töten. Ja, wer freundlich.
So, meine lieben Freunde, jetzt wollen wir natürlich den Gastgeber ehren quasi. Und dann suchen wir, wenn wir uns jetzt hier mal umgucken bei mir. Kommt du mal her? Moment. Gib mir ein Sekündchen. Ja. Also ich will euch jetzt gar nicht irreführen damit, dass ich euch hierher gelockt habe, aber wir suchen ein P mit Krone drauf. Chris, Chris, Chris. Okay, du musst noch schießen in die Luft. Okay. Ja, jetzt sind wir wieder hier. Hm, komisch, deswegen habe ich euch bestimmt nicht von hier weggejagt. Verdammt, du Affe. So, also jetzt kommt gleich das Eskalationsfinale. Also was ist Finale, aber das ist echt schon finalreif, weil das Ding ist so geil versteckt hier auf der Map. Und zwar habe ich ja gedacht, machen wir das Ganze bei Nacht, ne, die Party. Und was fehlt da in so einer Nacht eigentlich normalerweise? Sterne und Mond. So, jetzt suchen wir aber den Mond. Die Sterne haben wir schon gefunden, die sind hier irgendwo oben. Wo ist der Mond? Wo ist das Flugzeug? Nein, wir suchen den Mond. Also ich kann euch einen Tipp geben, das ist nicht das Wort Mond. Auch nicht die Verbindung M-O-N-D. Nee, das Max. Ist wirklich ein... Max? Da schießt da jemand. Oh ja, wir haben ihn gefunden. Max, alles Gute. Wo ist er? Zack. Hier ist der Mond. Und... Oh, das ist nicht schlecht. Na, no, das ist nicht schlecht gemacht, ne? Richtig neues. Richtig, Knieke, Knurke, wie hieß es? Egal. So. Was fehlt natürlich auf der Party? Profis, ne? Die lade ich jetzt ein und derjenige, der mir sagen kann, wo der Pro-Shop ist, der kommt mit in die Party rein, quasi. Pro-Shop? Ja, Pro-Shop. Stopp. Ich hab ihn leuchten sehen. Scheiße. Oh, wo bist du? Skybrain. Genau. Pro Shop. Hier oben ist er. Der Pro Shop. Und da werden wir den Pro Shop betreten. Was gibt's denn hier für famose Gegenstände? Ja. Ein paar schöne Mützen hier mit SD draufstehen. Und was natürlich eigentlich für so eine Party gar nicht geht, ist ein Tsunami, ne? Wisst ihr. Chris. Aber das suchen wir ja nie. Ja, da gehen wir mal weiter aus dem Pro-Shop raus und würde ich sagen, wie heißt es hier? Oh Gott, ich kann es fast gar nicht lesen. WS hoch 2, in dem Gebäude wird das alles stattfinden in San Diego. Also WS hoch 2 suchen wir jetzt. Toffee? Tschüss. Ja. Gut, stopp. Toshi, ja, was, wo? Da oben, dort werden wir feiern. Okay, wenn du das sagst, machen wir das so. So, wie steht's denn? Wie geht's denn eigentlich hier? Wer hat denn die meisten Todeschen? Chris. Der Chris. Oh, da braucht noch einen. Eieieiei. Gut, wenn du das Ding findest, bist du nicht schlecht, würde ich sagen. Und zwar suchen wir. Oh mein Gott. Best Player Award. Und wenn du das findest, bist du der beste Player. Was ist denn das mit dem Bund? Irgendwie ziemlich verwirrend. Also Best Player Award, wo könnte das sein? Beim Pro Shop? Nee, hä? Eieiei, die Dinger sind hier so versteckt, Ah, hier, Zählerstand. Sehr interessant. Ich dachte, ihr lasst euch ablenken von mir oder so, weil ich irgendwo drauf gucke, was gar nicht mit dem Thema hat zu tun. Schießt jemand? Ja, ich hab nur geschossen. Okay. Einfach so. Ja, ist klar. Nee, es ist okay. Was nochmal suchen? Best Player Award. Gott! Ja? Oh. Schau mal hinter dir. Jetzt nach oben. Nein, Chris. Chris! Hä? Da steht Best Player, da steht er vor. Oh nee. Gut, also Chris, du hast den Best Player Award gefunden und damit auch das Spiel gewonnen. Such den famosen Gegenstand. Und du bist hier der Sucher Pro schlechthin. Und zum Abschluss könnt ihr euch nochmal voll die Kante geben und euch gegenseitig abschießen, wie ihr wollt. Macht ein fiesen Tohuwabohu. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen bei Such den famosen Gegenstand. Wenn ihr dabei sein wollt, dann geht in die Steam-Gruppe und hofft auf Events. Und wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt für den Mod, schreibt es mir in die Kommentare, bewertet das Video. Haut's drin, bis zum nächsten Mal, euer Steve Pili. Tudelü. Servus. Tschüss. Auf Wiedersehen.